jung war. Und dann später, als er die Arbeit bei Khadija aufgenommen hat, als er mal nach Syrien und dann wird Leila fi Quraysh, Leila fi Mrahlat al-Shita'i wa al-Saif, einmal Richtung Damaskus, einmal Richtung Jemen. Ja, aber über Jemen gibt es gar keinen einzigen Befund, dass er mit denen nach Süden gefahren war. Ja, aber sie nutzen solche Ereignisse und sagen, dort sollte er das bekommen haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass du vor ein paar Wochen gesagt hast, dass der Koran literarisch so gut ist, dass ein Mensch den Koran schreiben kann. Das heißt, auch wenn er das von ihm übernehmen würde, das ist ja literarisch ganz anders, also sprachlich ist es ein bisschen ganz anders irgendwie. Hast du auch vor ein paar Wochen... Ja, ich komme noch dazu ausführlich, sogar. Also diese, du hast das irgendwie erwähnt, kann ich mich auch noch daran erinnern. Auch, auch. Und das ist die Reaktion auf die damaligen Kuffar, als sie gesagt haben, er sollte das unterrichtet haben. Und dann behaupteten, sein Lehrer ist diese Goldschmiede. Diese, so. Dann reagiert der Koran darauf, also, لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Also die Sprache von demjenigen, von denen sie behaupten, er sollte sein Lehrer sein, ist ein Nicht-Araber. Aber der Koran ist in einer klaren arabischen Sprache. Wie kann das sein? Ja? Also apropos Literatur und Sprache. Wie kann das sein? Ein Nicht-Araber, der die arabische Sprache nicht mächtig ist, wie kann er die Lehrer von einem, der so wunderschönes literarisches, stilistisches, sprachliches Buch hervorbringen? Unmöglich. Ja? Und damit macht der Koran die damaligen Kuffar auch zunichte mit ihrem Argument. Auch die jetzigen, das gleiche auch. Wenn sie behaupten, das ist eine Ansammlung von Tora, von Evangelium und, dann sagen wir, dann erzählt uns bitte, wann ist der Prophet in Berührung gekommen mit den Gelehrten der Tora und der Evangelium. Die Juden haben in Medina gelebt und er ist ausgewandert von Mekka nach Medina 13 Jahre nach der ersten Begegnung mit Jibril a.s. Wie geht das? Das heißt, sie sind voller Löcher mit ihrem Argument. Bitte. Außerdem bei Bahira, da war ja ein kleines Kind, du meinst, er war 12 Jahre alt. Ja. Wie sollte ein kleines Kind, also wieso überhaupt, also sollte auf die Idee kommen, dort die Evangelien einzusammeln, um dann später mal ein Buch daraus zu schreiben? Und nach warum? 20 Jahren. Eben. Genau. Und warum? Was hat ihn schon still gegeben? Wie soll ein Kind überhaupt, also wir reden hier über ein Kind, aber als unser Prophet, aber es war ein Kind letztendlich, wie sollte ein Kind auf die Idee kommen, Evangelien einzusammeln, um danach ein Buch daraus zu verfassen und später Prophet zu werden und so weiter. Eben. Das ist eigentlich... Eben. Und warum sollte er das als geheim gehalten alle diese Jahre? Ja? Was hat ihn gehindert, darüber zu berichten, diese ganzen Jahre? Es gab viele Auseinandersetzungen im Laufe des tagtäglichen Lebens mit den Makkanern, sei denn die Gegner von ihm oder die an ihn geglaubt haben. Also davor gab es gar keinen Bericht darüber. Ja? Warum das alles? Das sind ja alle Fragen, die von uns Muslimen schon gerichtet werden an diejenigen, die den Zweifel an den Islam oder an die Quelle des Koran. Ich komme zu dem Punkt G, der letzte Punkt in Einführung. Sind die erforderten Mittel und Vorboten der anderen Koran-Themen nach der Ansicht der Vernunft erfüllt? Sind sie nach der Vernunft erfüllt? Alle Inhalte des Koran, wenn wir das kopfmäßig, nur kopfmäßig, Auseinandersetzung, sind sie erfüllt? Sind alle koranischen Themen, vernünftige Themen, die ich meine, mit der Vernunft nur verstanden werden können oder erreicht werden können? Damit ihr behauptet, dass er mit seiner Intelligenz das alles gemacht hat? Da kommen wir dazu, zu dem Punkt 1, um das zu beantworten. Punkt 1 und Punkt 2. Es gibt Inhalte in dem Koran, die über zwei Themen sprechen. Erstens über die religiösen Glaubenslehren. Nummer 1. Und Nummer 2, die verborgenen Prophezeiungen. Lass uns nur eins erstmal zur Kenntnis nehmen. Irgendein vernünftiger Mensch, der klaren Kopf hat,
die gewisse Bildung genießt. Wenn er sich Gedanken macht über dieses Universum, über dieses Leben und so weiter, er wagt von sich alleine, ohne Koran, ohne Prophet, ohne irgendetwas von diesen Symbolen des Islam oder der Religion, er wird von sich alleine kommen auf irgendwo muss das angefangen haben. Irgendwo. Und dieser Anfang muss der Anfang, der alle Anfänge davor, kann nichts da gegeben sein. Ja? Und dieser Anfang aller Anfänge muss groß, mächtig, wissend, gerecht, weise sein. Die Vernunft kann das alles alleine erreichen. Ja? Ich rede von einem, der alles mit dem Kopf auseinandersetzt. Er kann durch den Universum, durch das Leben der Materie, das Leben des Menschen, das Leben der Tiere, das Leben der Pflanzen, also Sonne am Tag, Mond in der Nacht und so weiter, er kann alleine mit Vernunft, ja, mit Gedanken, er kann das alleine erreichen. Tamam? Dass diese Welt nicht von sich alleine funktioniert, sondern irgendwo muss eine Systemsteuerung geben. Alles geschieht nach einem System und es gibt kein System ohne Steuerung und es muss irgendwo Steuerung geben. Und diese Steuerung aufgrund der Bestandteile dieser Materie muss Wissen, umfassendem Wissen haben, muss weise sein, muss willig sein, muss allmächtig sein. Die Vernunft kann damit das alleine erreichen. Tamam? Dann gucke ich mal, ist das alles, was wir, woran wir glauben, als Muslime, ist nur an einen Gott, der Schöpfer, der alles weiß, der alles bestimmt, der über alles entscheidet? Das ist der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Glaube an das, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, da komme ich mit der Vernunft so schwach. Kann ich nicht weiter mit der Vernunft. Guck mal, Punkt 2. 1, 2. Der Koran erklärt uns über die Dateien des Glaubens. Dateien des Glaubens. Wir Muslime glauben an Allah. Wir glauben an die? Die Vernunft kann die Engel nicht begründen. Oder wie dann? Die Vernunft kann die Engel, die Existenz der Engel, kann die Vernunft nicht begründen. Und kann das die ganze Zeit bis morgen kann das bestreiten. Ja? Aber das ist ein Thema des Koran. Und besteht da. Und der Koran spricht so oft über die Engel und über die Eigenschaften der Engel. Surat Rum beispielsweise, Nummer 30, Surat Nummer 30, der ersten zwei Ayat sprechen über die Engel, dass sie auch schon Flügel haben. Manche von denen haben zwei, manche haben vier, manche haben sechs. Und Jibril a.s. hat so viele Flügel, dass der Professor uns erzählt hat, bei der ersten Begegnung hatte er seine Flügel geöffnet und dadurch konnte er die Sonne nicht sehen. Er hat das ganze Universum zugemacht. Mit seinen Flügeln. So weit, der ist der stärkste Engel. Ja? Das ist ein Bestandteil des Koran. Dann komme ich zu der Vernunft und zu dem Verstand. Können Sie bitte damit zurechtkommen? Ich sage, nein, aber es besteht doch. Dann die Vernunft bleibt unfähig vor so einem Thema. Ich glaube an Allah, ich glaube an die Engel, ich glaube an die Bücher. Ich lebe gerade jetzt. Ich war nicht dabei, als die Bücher offenbart wurden. Und der Professor Sallam ist nicht so lange am Leben gewesen, dass er bei der Herabsendung und Auseinandersetzung der Herabsendung der vorigen Bücher, er war nicht dabei. Ja? Ich glaube an die Propheten, beginnen mit Adam a.s. Über 25 Namen kommen in dem Koran vor. Ja? Und wenn ich jetzt andere zwei Namen, über die gestritten wird, Luqman und Al-Khidr und so weiter, dann nehme ich mehr als 25 Namen, als Propheten oder Gesandte. Ja? Wann und wie und welche Geschichten und welche Nummer und so weiter, obwohl er Analphabet war, es gab keine Schule, es gab keine Matheunterricht. Und das besteht drin,